Die Kugelblitze spielen wieder im Zelt. Aber keine Angst, es ist nicht das, wonach es aussieht. So lautet nämlich der Titel des neuen Programms, des Kabaretts, das demnächst Premiere haben wird. Wir haben schon mal ein wenig hineingeschnuppert. Campen und protestieren, das ist das Motto des Programms. Das Unnütze mit dem Angenehmen verbinden. Ob Protestcamp, Flüchtlingscamp oder Campingplatz. Die Stimmung sinkt und der DAX und die Flüchtlingszahlen steigen durch die Decke, sozusagen. Decken sind jedoch knapp im Flüchtlingscamp. Gleichzeitig ist der Vorrat an Deppen unerschöpflich. Aus all diesen Fakten speisen sich die einzelnen Teile des Programms. Dennoch sei der Zuschauer gewarnt, denn es ist nicht das, wonach es aussieht. Denn neu ist nicht nur das Programm, sondern neu ist auch die Besetzung der Kugelblitze. Doch der Wahl-Potsdamer Axel Schröder als neuer Dritter im Bunde ist in Magdeburg kein ganz Unbekannter. Hat er doch vor 18 Jahren schon einmal in einem Programm der Kugelblitze mitgewirkt. Na, die meiste Zeit davon habe ich bei Radio SAW verbracht, weil das war auch damals schon mein Job, da zu arbeiten. Inzwischen bin ich nicht mehr in Magdeburg, sondern in Potsdam und schreibe im Wesentlichen Bücher. Habe aber den Kontakt zu den Kugelblitzen nie so ganz verloren, zwischendurch immer mal ein paar Texte aufgeschrieben. Ja, insofern war der Weg gar nicht so weit, wie es auf den ersten Blick klingt. Ist nicht so, wie es aussieht. Na, ich habe ja Magdeburg nie so ganz verlassen, also so ein, zwei Tage in der Woche, um ehrlich zu sein, bin ich schon immer noch hier, aus ganz verschiedenen Gründen. Also, ich glaube, Magdeburg lässt einen eh nicht los. Oh, Schröder, jetzt nicht! Was ist denn los? War das Wasser wieder kalt? Ja, wenn es denn man so wäre. Die Duschen waren völlig überfüllt, ja, und die wollten, dass ich mich ausweise. Als Duscher? Nee, als Deutscher. Die wollten meine Identität überprüfen. Als deutscher Duscher hast du dich wieder in der falschen Schlange angestellt, Uli. Die Deutschen rechts, die Asylanten links. Ja, ich will mich aber noch nicht rechts anstellen. Wenn's die Ordnungswächter möchten, werden Duscher auch zu Rechten. Na, könnt ihr mal die Klappe halten? Ich versuche zu schlafen. Prinzessin aber träumt im Zelt, das Kröschel mal die Klappe. Ach, Schröder, jetzt nicht! Also, Prinzessin, wenn du so weiter pennst, ja, dann weckt dich irgendwann der Muizin und du kannst in der Joggingburka Wasser holen. Hör doch die Klappe, du rechtsflamboyanter Waschler! Kinder, hört doch mal auf, euch zu streiten. Es ist so schönes Wetter. Ich habe ein so schönes neues deutsches Lied. Ja, Deutschland, erwache! Nein! Wir werden weiter duschen, egal wie die Seife fällt. Schröder, jetzt nicht! Nee, nie darf ich. Ich hab auch Urlaub. Ey, sag mal, was denn für ein Urlaub? Wir sind hier, um zu protestieren. Wogegen willst du hier protestieren, am Barleber? Na, gegen Ausländer! Wie bitte? Für Ausländer. So, sind doch schon recht viele da. Gegen Überfremdung! Was? Für Überfremdung? Also, ich bin gegen Überfischung. Und ich bin gegen Unterwanderung. Aber für Unterbringung. Ja, und ich bin gegen Teddybären. Was hast du denn jetzt gegen Teddybären? Na guck mal, jeder Flüchtling hat hier einen Teddybär bekommen. Wenn ich ein Flüchtling sehe, sehe ich immer nur Teddybär. Teddybär, Flüchtling, Teddybär. Aktueller geht kaum. Jeder, der kann, legt sich einen Vorrat an. Und dann werden die Vorräte gespeichert. Auch Daten. Vorratsdatenspeicherung nennt man das im Volksmund. Und auf den wird jetzt auch wieder geschaut. Auf den aktuellen Volksmund. Ja, wir sind aktuell, weil wir das auch müssen. Wir können es ja nicht umgehen. Wir können auch die Themen nicht umgehen. Also wir sind auch sehr viel am Diskutieren und am Überlegen, wie wir es machen, wie wir es verarbeiten, dass es auch noch einen unterhaltenden Faktor kriegt. Ich meine, im Prinzip, wie ernst es ist, wissen wir alle. Das müssen wir auch nicht noch auf der Bühne. Wir wollen es lustig machen. Ja, da spielen wir alle drei Luftgitarre und das auch sehr gut. Wir haben lange dafür geprobt. Nee, wir haben eine sehr schöne Rammstein-Nummer drin. Rammstein natürlich im doppelten Sinne. Die Band, aber auch die Luftwaffenbasis, die wir nochmal näher beleuchten, was auch schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, glaube ich, das Rammstein-Thema. Und das werden wir da in einem wunderschönen Lied zur Luftgitarre ausleben. Rammstein! Ganze. Ja, genau. Rammstein. Ruhig, Brauner, ganz ruhig. Rammstein. Mitten in der Stadt hat jemand Zelte aufgestellt. Und du fragst dich, was geht darin vor in aller Welt? Demo, Camping, Großstadt, Dschungel, sieht ganz heimlich, wer ins Feld. Oder spielen die Kugelblitze jetzt wieder im Zelt? Ist darin ein Pärchen, das sich nur einen Moment versteckt? Oder wird darin ein Terrorist?
Terroristenangriff ausgeheckt. Bundeswehr und Luxuscamper könnten auch darinnen sein, eingepackt in einen Schlafsack. Uschi von der Leyen, es ist nicht das, wonach es aussieht. Trau dich einfach rein, mach die Zeltwand dir verdruss, zieh am Reißverschluss, es ist nicht das, wonach es aussieht. Misch dich doch mal ein, sei ein Stück Zeltpolitik, es könnte schlimmer sein. Also wir haben alle Musiken geschrieben, alle Texte beigesteuert. Also es gibt nichts, was irgendwie einer alleine beackert, das Feld, sondern es ist wirklich ein Gemischtwarenladen, aber im positiven Sinne. Wir bereiten das regiemäßig im Team vor. Und mein Freund Max K. Hoffmann oder unser Freund Max K. Hoffmann, der guckt 2-3 Mal bei den Endproben drauf und wird dann natürlich alles durcheinander fegen und wird sagen, es geht alles nicht so. Und dann werden wir hart arbeiten und das ist der Weg, weil der wirklich wenig Zeit hat, aber er ist uns eben so verbunden und macht das als Freundschaftsdienst und ja, uns interessiert ihn auch. Die Premiere ist am 6. November hier in der Zwickmühle und eine Vorpremiere haben wir schon am 31.10. in Papenrode. Das ist bei Schöningen, das haben wir schon seit Jahren so gehandhabt, dass wir da immer eine Vorpremiere machen und das im Westen testen. Das hat sich bewährt. Übrigens hoffen alle, dass Angela Merkel noch lange Kanzlerin bleibt, denn sonst müsste man das halbe Programm umschreiben. Auch Uschi und die Geissens werden wieder mit von der Partie sein. Und war darin gerade eine neue SPD. Oder Tag der Abgassoftware, Beirat von VW. Putin und Obama streiten, wer hat hier die Macht entzählt? Diese Chance nutzt die Merkel und regiert die Welt. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Schau dich doch mal um. Frag wieso, weshalb, warum. Denn wer nicht fragt, bleibt dumm. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Denk doch, was du willst. Die Erde und das Himmelszelt sind auf den Kopf gestellt. Keiner weiß was, aber alle üben Zeltkritik. Tappen blindlings in die Falle. So geht Politik. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Mach dir doch nichts vor. Da stehe ich hier als armer Tor. Klug als wie zuvor. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Mach dir endlich klar. Wir sitzen alle in einem Zelt, als Tore dieser Welt. Danke sehr. Gerne. Danke. Ach, war das schön. So, noch was im Zelt? Nee, kann man raus? Gut. Ich darf auch als Erster raus. Als Erster rein und als Erster raus. So muss das sein. Nee, geht immer jetzt. Gönn mir doch auch mal eine Freude. Ich krabbel hier. Alle weiteren Termine finden Sie unter www.kugelblitze.de.